Hi, ich bin jetzt seit fast einer Woche wieder in Deutschland und ich fühle mich zurzeit absolut lost. Das ist wie die ersten Tage in Schweden. Ich habe wieder das Gefühl, alles vergessen zu haben, was ich überhaupt im Leben machen will, was mich begeistert. Und irgendwie begeistert mich gerade nicht so richtig viel. Und deswegen nutze ich gerade die Zeit in der Natur, um einfach abzuschalten, einfach bei mir zu sein und in der Stille diese Klarheit wieder zu finden. Und deswegen haben wir so einen richtig schönen Nebel. Ich realisiere gerade, dass ich echt gerne draußen bin mit der Kamera. Und eigentlich weiß ich das schon mega lange. Doch irgendwie, wenn ich drin bin, aus dem Fenster gucke und zum Beispiel Nebel sehe oder einen komplett bedeckten Himmel, gehe ich nicht raus, weil ich denke, es sieht nicht schön aus. Und sobald die Sonne rauskommt, der Sonnenuntergang da ist, flitze ich raus und mache alles mit der Kamera. Aber irgendwie hat das hier einen ganz anderen Style, der auch mega schön ist. Und ja, ich glaube, ich darf einfach öfter rausgehen, einfach mit der Kamera was machen. Einfach weil ich auch Spaß dabei habe. Crazy. Ich glaube, ich habe seit einigen Wochen keine Sonne mehr gesehen. Vor allem keinen Sonnenaufgang. Aber heute sieht es tatsächlich so aus, als ob uns die beautiful Sonne wieder mit Leben beschenkt. Es sieht sehr, sehr gut aus. Holy moly. Ah, das ist schön. Zurzeit kreiere ich mir einfach ganz viele Momente wie diese. Momente, in denen ich wie zum Beispiel jetzt einfach aufs Wasser gucke, die Sonne im Wasser reflektieren sehe, die Energie der Sonne tanke und einfach ganz bei mir bin. Und als ich zurückgekommen bin in Deutschland, habe ich gedacht, jetzt muss ich richtig Gas geben. Jetzt muss ich richtig hustlen. Jetzt muss ich richtig Attacke machen. Und habe mich nach 2 Tagen einfach komplett lost gefühlt. Und hatte gar keine Klarheit mehr und wusste gar nicht mehr, wofür ich das überhaupt mache. Und nehme mir jetzt jeden Tag extrem viel Zeit, mich zum Meditieren, zum Lesen, zum Dinge ausprobieren. Ich mache gerade Kombucha selber, Ginger Beer, Brot. Ich mache einfach all das, worauf ich richtig Bock habe. Und ich merke, wie ich von Tag zu Tag stärker werde, von Tag zu Tag klarer werde, mehr bei mir bin. Und
fühle mich gerade sehr, sehr angekommen bei mir. Hinter mir kannst du gerade die Sonne untergehen. Ich mache gerade hier eine Timelapse und heute war einfach so ein genialer Tag. Ich habe so viel Zeit draußen verbracht, in der Sonne verbracht, einfach wieder aufgetankt, die Sonnenenergie getankt. Das ist so lange her, dass die Sonne geschienen hat und es ist einfach wunderschön. Also die Sonne schenkt uns einfach so viel Energie. Jetzt genieße ich noch die letzten Momente des Tages. Morgen geht es für mich nach Gifhorn zu Natalie, wo wir zusammen kreieren und ich freue mich mega, Natalie wiederzusehen, andere Menschen wiederzusehen und einfach draußen wieder zu kreieren und dieses Leben zu genießen, dieses Jahr wundervoll abzuschließen. Heute, liebe Leute, ist der kürzeste Tag des Jahres. Und es ist gerade morgens, aber die Sonne scheint schon durch mein Fenster. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Morgen, ihr wundervolle Menschen. Die Sonne ist wieder da. Und wie sie da ist. Es ist so wunderschön. Wir haben hier so Nebel, frostmäßig und die Sonne ist komplett da. Ich bin hier gerade Drohne geflogen. Ich fahre jetzt nach Gifhorn zu Natalie. Natalie wiedersehen, Valentin wiedersehen, Sarah wiedersehen, wundervolle Menschen wiedersehen. Genieße auf diesem Weg die wundervolle Sonne. Und ich bin eine Stunde zu spät dran, denn ich halte irgendwie immer an und fliege Drohne. Oder mache irgendwas anderes. Aber es ist gerade echt einfach so schön. Wow. Remember how it started. I was lost in a dream when the fire in my heart said an open rose. I've already found sunlight, the feeling grows. And anything sounds alright, I'm breaking loose. Thank you.
Ich stehe jetzt hier gerade an einem Baum, guck in die Sonne und es gab noch nicht ein einziges Mal, wo ich nicht zum Sonnenaufgang oder zum Sonnenuntergang gegangen bin und es sich nicht gelohnt hat. Jedes Mal einfach nur in die Sonne zu gucken, füllt mich mit so viel Energie und lässt mich so am Leben fühlen. Und diese Farben, die da entstehen, ist einfach magisch und die komplette Vielseitigkeit und ja, die ganze Magie des Universums strahlt einfach durch diese Sonne und hält einfach alles. Ich liebe das einfach. Ich liebe das.